Okay. Darum fehlt hier einer. Oha. Aber hier sieht man schon, wie viel angerannt kam. Na gut, hier unten scheint nicht so viel rumzurennen. Vielleicht nehme ich die hier mal weg und setze die oben mit hin. Das ist ja richtig böse, was hier anrennt. So, die kriegen auch Strom, ne? Ja, Wunderbärchen. Vielleicht setze ich die hier auch mal weg. Uch, auf dem Zeug da rumzuhacken. Kannst du eh nicht. Nicht wirklich. Ja, vor allem habe ich hier noch so das Verlangen. Ach so, das ist ja ein Stück Mauer. Dass wir da noch so ein bisschen irgendwie in die Richtung bauen. Aber hier ranzen sie ja richtig ran, ne? Halt mal her. Stehen da schon wieder welche? Nö. Ach du Schreck, guck dir das an. Boah. Die mögen meine Base nicht. Ich glaube, die kommen gleich wieder angerannt oder so. Die sammeln sich da unten wieder. Ist nicht nett. Oh, da kommt einer. Okay, der hat die Mauern ein bisschen angeranzt. Das ist nicht so dolle. Boah. Warum kommt der von hier unten? Da ist doch ja nichts. Boah, guck dir die Massen an. Das ist nicht mehr schön. Das ist nicht mehr feierlich. So, dann würde ich sagen, hier macht einer noch Sinn. Und vielleicht hier zwischen nochmal. So. Naja, Kauf, das wird noch ein bisschen halten. Vor allem, dass die von oben. Nachts will ich nicht fahren. Moment, wir machen es anders. Ja. Einmal werde ich jetzt mich hier die Teile ausleeren. Okay, und mein Auto wieder vollpacken. So. Kann man eigentlich auch vollpacken mit irgendeiner Taste? Ich versuche mal Shift und dann nehmen. Das geht nicht. Wo kommt ihr denn her? Free Ace! Okay. Ja, gut, dass da auch ein paar Türmchen stehen. Also, ne? Wusst schon, das ist bestimmt nicht schlecht, wenn ich ein paar da stehen lasse. So. Das Auto ist schon mal voll. Und ich sollte jetzt auch ruckzuck voll sein. Okay. Dann speichern wir mal zwischen wieder. Schubidu. Das geht ja ratzfatz. Ja. Kann ich denn überhaupt mal so gesehen solche Viecher schon produzieren, herstellen? Nee. Kann bisher nur MG-Geschütze bauen. Also Laser ist uns noch leider weit ab davon. Achso, ich könnte mal eine Rüstung herstellen für mich. Das wäre doch mal toll. So eine schöne Eisenrüstung. Nee, ist gar nicht Eisen. Das ist eine schwere Eisenrüstung. Ja doch, Eisen ist es doch. Also irgendwie Kupferplatten und Dings und das. Und jetzt haben wir eine Rüstung hier unten angezogen. Haltbarkeit 5000, Widerstand Säure 5. 30%, okay, Explosion 10, 30%. Physisch 6, 30%. Schildkapazität 0. Okay, wir haben kein Schild. So, jetzt ist wieder der Tag erwacht und ach so, warte mal, ich wollte mal ein paar Reparatursets machen und hier ein bisschen was reparieren an dem Gedöns. So, vielleicht hier mal kurz die Mauer. Ja, gut, da hinten die Mauer ist nicht so dolle. Das Stück Mauer. Vor allem hier die Mauer ist ja richtig schön angeranzt. Also ein bisschen ja alles repariert haben. Nee, was ist denn das? Ach, auch ein Stück Mauer. Okay. Lal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 a. Ist alles wieder schicki hier, dass das ein bisschen länger standhält. So, dann mache ich vielleicht den hier nochmal heile. Den ich laufend hier anfahre, das arme Ding. Sodele. Dann sollten wir eigentlich, ja, wieder fahren können. Rum, vielleicht schaffen wir es auch mal richtig unfallfrei.
Wovon ich nicht ausgehe. Der folgt mir. Mami. Hauptsache, der lässt den Strom und so. Böses Vieh. Böses Vieh. So. Tralalalala. Ich dachte, wenn ich schon mal da stehe, dann kann ich ihm auch eins auf die Mütze geben. Mein Auto ist ja bewaffnet und ja, sollte auch dem Ganzen ein wenig standhalten. So, und da sind wir wieder. Vielleicht parke ich hier mal. So, dann können wir nämlich hier wieder einfüllen. Boah, hat sich die Fahrt auch gelohnt da hoch. Und dann können wir hier wieder raus. Und dann ist alles schicki. Okay. Beim Auto geht das auch mit STRG. Das was rausholen. Das ist schön. Das ist toll. Ja. Juti, also hier sollte das soweit dann laufen. Das Auto ist leer. Jetzt auf die Munition. Ja, hat noch 100 Schuss. Also 100 Magazine und 100 Schuss ist ja auch noch was anderes. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Schuss so ein Magazin haben soll. Aber was wir hier machen sollten, wäre jetzt, wie schon mal angedacht, vielleicht noch ein paar MG-Türm-Geschütze. So, und dann brauchen wir schon wieder Platten. Das war hier so ein bisschen wieder hochbauen. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Können wir das Fließband hier auch erweitern. Nach hier hoch. Wow, das ist aber eine Strecke. Ja, vielleicht sollten wir jetzt hier mal so rumknicken. In eine Richtung. So hier, das war hier irgendwie so noch ein Stück rumkommen. Ich sag ja, Fließbänder und sonst ein Gedöns, das kann man einfach nicht genug haben. Also zu viel, besser gesagt. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass man davon zu viel hätte. So, jetzt brauchen wir ein unterirdisches, das wäre gut. Von hier nach da. Wunderbärchen, und dann können wir hier nämlich durch. So, das sollte reichen erstmal. Ja, vielleicht baue ich da auch noch ein Geschütz hin. Zeig mal her. Hier so. Die können ja auch hier ins Wasser rennen und so, ne? Ist ja richtig toll. Hey! Wir haben eine Forschung abgeschlossen. Wie schön. So. Ach so, das müssen wir jetzt eh erforschen. Militär 2, um die panzerbrechende Munition zu erbauen und so. Und ja, es kommt alles noch. So, jetzt brauche ich wieder Platten, um Knickarme herzustellen. Ich glaube, das Tier kann jetzt komplett weggeratzt werden. Weil hier ist ja gar keine Ressource mehr. Das müssen wir jetzt alles von oben immer holen. Deswegen wäre es toll, wenn wir irgendwie langsamer wirklich eine Eisenbahn bauen. Wir werden schon wieder angegriffen. Schon wieder da oben. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Oha. Ich glaube übrigens auf dieser Karte dieses komische braune Zeug hier, dass das die Dings ist. Quasi den Smog, den wir so verteilen. Weil man sieht ja auch um die Base rum, ist das so ein bisschen arg bräunlich, rötlich, keine Ahnung. Und, aber dann hätten wir hier auch eine Menge Smog. Ja, wahrscheinlich als von der Base hier oben. Und da unten ist ja gar nichts. Okay. Ja, wäre schön, wenn man so ein bisschen noch unter die Map Sachen machen könnte, wie zeig mir eine Ressource an oder sonstiges. Fände ich zumindest.
Dann könnte man eben zum Beispiel nach Ressourcen direkt gucken oder so. Oder halt, ja. Wollte ich gerade sagen? Ah ja, hier haben wir Stahl ohne Ende. Tralalalalala. Uiuiui. Vielleicht können wir dann ein paar Eisenbahnschienen schon mal bauen oder so. Dass wir langsam wirklich mal die Eisenbahn da hochkriegen. Aber ich muss auch noch Maschinen und alles bauen, dass wir Sachen bauen können. Zeig mal her, kann ich jetzt eigentlich so das bauen? Nee, ne? Nope, das geht so nicht. Da müssen wir mal schauen. Dass wir da wirklich irgendwie das hinbekommen. Weil wir brauchen das Stahl, wir brauchen Platten. Wir brauchen eigentlich von allem alles. Nee, das ist immer so eine Sache, ne? Aber so, jetzt könnten wir nämlich schon mal folgen. Ne, Kupfer brauchen wir auch noch. Haben wir hier überhaupt Kupfer? Wo haben wir hier Kupfer nochmal rumfliegen? Da unten. Ach, genügend, genügend. So, dann sammeln wir mal hier Kupfer auf. Tralalalalala. Vorsicht, da kommen schon andere Sachen dazu. Also Kupferplatten haben wir wirklich noch. So, sammeln wir die auch mal auf. Hallo? Sammelst du? Ja, danke. Das wäre toll. Ah, ich sehe schon wieder 1000 grüne Flaschen da unten. Und da oben und alles voll. Und ich glaube, das müssen wir umbauen. Das wird so nichts mehr mit dem roten und grünen Flaschen. Weil irgendwie die grünen Flaschen, die verstopfen ja alles. Und dann ist das nicht so prickelnd. So. Ja, aber das ist auch so eine Sache, ne? Man ist an einer Baustelle und dann entdeckt man das nächste und dann denkt man, oh, das muss ich mal schnell ändern und dann vergisst man die Baustelle, wo man zuvor war oder so. Die mögen den Platz da oben. Das ist echt, naja. Das Abbaugebiet. Das ist nicht wirklich feierlich, was die da treiben. Oh mein, na gut. So, ich glaube, Stahl habe ich jetzt wirklich eine Menge. Vor allem brauche ich hier die Eisenplatten noch. Lalalalalala. Ja, ein wenig Wartezeit ist dabei, aber was soll's. Sodele. Ah, wir haben schon wieder 30 Minuten aufgenommen. Meine Güte. Ich bin nachher echt mal gespannt, was hier die Zeit nachher ansagt. Also, wenn man die Mission abgeschlossen hat, dann sieht man die Gesamtzeit, ne? Und so, das wird bestimmt wieder feierlich. Also Platz hier oben haben wir genügend. Ah, guck mal. Jetzt haben wir das auch schon abgeforscht. Gut, dann bleiben uns eigentlich nur noch die zwei Sachen. Ist ja nicht mehr viel. So, ich baue noch ein bisschen Holz ab. Aber was wir jetzt auch produzieren können sollten, ist eigentlich diese Öfen, Stahl. Ah, Ziegelsteine brauchen wir noch. Ach du Schreck. Ja, ich wusste, die Steine brauchen wir auch irgendwann noch für was anderes. So, und große Strommasten und so weiter können wir jetzt auch machen. So, mittlere Strommasten etc. Und auch die großen. So, das bedeutet, das könnten wir dann umbauen. Wiedermalst. Ja, ist ja gut da. Was gut wäre, wenn wir die Lasertürme bauen könnten, können wir aber leider nicht. Das ist so ein bisschen schade, dass wir das noch nicht können. Aber na gut. Ich frage mich, wieso ein Zugsignal. Nee, warte mal, da ist der Bahnhof. Ah, guck an, guck an. Da ist der Bahnhof und das Zugsignal. Okay. Naja, müssen wir alles mal noch machen. Und tun und deichseln. Das wird noch ein Spaß. Also es könnte jetzt noch ein bisschen länger dauern. Ich dachte, wir wären mal endlich mit Mission 2 ein bisschen durch, aber nee. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen länger auch an irgendwas dran sitzen muss oder so. Also mir macht es Spaß an sich.
So, nur werden die Viecher, glaube ich, immer aggressiver und schlimmer. Aber ich kann immer noch keine Eisenkiste bauen. Das verwundert mich immer noch, dass ich diese komischen Eisenkisten nicht bauen kann. Wenn sie ausgegraut werden im Menü, wäre ja halt okay. Aber dass ich sie überhaupt nicht bauen kann, das finde ich total komisch. Also, das ist. Hä? Okay, nehmen wir so hin. Irgendwie in der Mission vergessen oder so. Hey, Moment, der könnte auch Eisenkisten bauen können. Egal. Was soll's. So, was wir bauen müssen, sind jetzt hier erstmal die Maschinen. Also brauchen wir noch mehr Eisenplatten und noch mehr Eisenplatten und. So, zeig mal her hier. Haben wir hier nicht genügend Eisenplatten für den Quatsch? Vor allem, ja, hatten wir ja schon nochmal Strom hingesetzt. Jetzt habe ich wieder Kohle aufgenommen. Super. Egal. Hier kriegst du Kohle. Gönn dir. Ja. Oh, was hatte ich. Was wollte ich gerade sagen? Keine Ahnung. Bums, da ist es weg. Egal. So. Genau. Wir haben ja gerade schon Strom nachgesetzt, quasi. So, ich glaube, jetzt brauchen wir die Teile, ne? Also ein bisschen schade ist, dass man nicht so wirklich ersehen kann. Zeig du mal her, was kannst du eigentlich bauen? So. Und zwar wollen wir jetzt erstmal eine Lok vielleicht bauen oder so. Oh Gott, dafür müssen wir Motoren bauen. Elektronische Schaltkreise. Das bedeutet, wir brauchen Kupferdrähte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, das wird alles so ein bisschen. Naja. So, Eisenplatten, tralala. Schienen. Ach, Schienen brauchen auch Steine. Und zwar ungebackene Steine. Und, boah, das wird richtig toll. Kann ich das nicht doch mit dem Fließband machen und fertig ist? Naja, gut. Spaß muss sein. Ah ja, wir können einen Hochofen bauen. Das ist schön. Ja, aber wenn man